Die Bewegung eines Objektes kann man über ein Ort-Zeit-Diagramm beschreiben. Wir haben jetzt hier die X-Achse mal als Zeitachse und die Y-Achse als Positionsachse. Und was wir hier darstellen, ist, dass also eine Änderung des Ortes stattfindet, dann bleibt das Objekt auf der gleichen Position, dann wird die nochmal verändert, wieder zurück, gleiche Position und es wird an die Ausgangsposition zurückgefahren. Den ganzen Durchlauf kann man jetzt interpolieren. Dazu wählt man sich die Kurve aus, hat hier die Funktion Interpolator und diese Interpolator erzeugt jetzt zwei neue Kurven, eine kartesische Map, die am Anfang genauso aussieht wie die ursprüngliche Kurve und die zweite ist die polare Map. Das heißt, hier wird jetzt die Bewegung der Y-Richtung, die wir hier hatten, übertragen als Änderung des Radius, des Abstandes vom Koordinatenursprung, was man bei einer Nockenwelle braucht. Es gibt jetzt die Möglichkeit, bei diesem Interpolator die eigentliche Funktion f nochmal linear zu transformieren. Ich habe also hier einen Faktor a, was die Kurve skaliert. Wenn ich mal hier von 1 auf 2 gehe, dann merkt man, das wird nach oben gestreckt und verdoppelt. Und auch diese Kurve wird um den Faktor 1 gestreckt. Gehen wir wieder zurück. Und das zweite b, das ist ein Summand, ein Offset. Das heißt, ein positives b schiebt die Kurve jetzt nach oben, beziehungsweise macht bei der Nockenwelle hier noch so einen Innenkreis, wo dann der Rest aufgesetzt wird. So, der Interpolator, der kann jetzt animiert werden. Es gibt hier so einen Kreis wieder, der zeigt, wo man sich gerade befindet. Wenn ich den Interpolator jetzt in den Manager reinschiebe, den Manager starte, dann läuft das animierte Hilfsobjekt hier auf dieser Kurve lang. Und ich kann beim Interpolator umschalten von diesem kartesischen Modus auf Polar. Und wenn ich Polar umschalte, läuft es hier auf der Nockenwelle lang. Im zweiten Durchgang schauen wir uns jetzt den anderen Sketch an. Dieser Sketch beschreibt das Verhalten, dass also hier die Koordinate gleich bleibt. Dann haben wir einen Anstieg, dann geht es zurück unter dem Niveau und dann geht es gleich wieder weiter. Hier genauso, wir erzeugen hiervon einen Interpolator. Sieht jetzt so aus. Da hier diese Grundlinie vom Koordinatenursprung eh entfernt ist, brauche ich also hier kein Offset. Das heißt, das ist der nächste Punkt der Kurbelwelle am Drehzentrum. Schauen wir uns die Animation nochmal an, wie das jetzt aussieht. Also ich muss den Interpolator wieder auf Polar stellen, damit ich Nockenwellen Animation sehe. Das wäre also dieser Durchlauf. Dann blende ich den Sketch mal aus. Ich blende auch hier die kartesischen Koordinaten aus und erzeuge jetzt für die polare Kurve, die wir haben, einen Abroller. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, jetzt ist er da. Die Hilfsfiguren Offset und polare Map, die blenden wir aus, sodass wir jetzt eigentlich die Laufkurve sehen. Den können wir auch ausschalten und den Abroller schieben wir in den Manager rein. Dann kann er animiert werden und dann lassen wir den Manager laufen. Und jetzt sehen wir, wie sich die Nockenwelle dreht und wir sehen, wie hier die Auflage auf der Nockenwelle hier lang fließt. Es gibt jetzt die Möglichkeit, hier auch noch ein bisschen was zu konfigurieren. Und zwar ist es so, dass diese Nockenwelle, die rote Kurve, dargestellt werden kann als B-Spline vom Grad 1. Wenn ich dann hier den Grad auf 2 setze, dann merkt man, dann wird die sofort viel mehr geglättet. So, das dauert dann immer ein bisschen, wenn er so eine Kurve neu annähern möchte. Ich kann hier einstellen die Toleranz, wie genau soll diese Kurve angenähert werden. Da kann man auch beliebig viel Rechenzeit jetzt reinstecken. Und wir sehen also,
Die Animation läuft jetzt einfach so durch. Das heißt, die Rolle bewegt sich immer auf der schwarzen Linie und die rote Linie ist die Form der Nockenwelle.